Auf ein kurzes Wort. In diesem Jahr fällt der heutige Sonntag auf den 6. August, das Fest der Verklärung des Herrn, der Metamorphosis, wie die Griechen sagen, der Verwandlung, der Transfiguratio. Das meint dasselbe, wie es im Lateinischen heißt. Das liturgische Grün ist in das Weiß hinübergewechselt und wie an kaum einem anderen Fest ist die liturgische Farbe Weiß angetan, dieses Geschehnis, diese Erzählung der Verklärung mit dem leuchtenden Weiß auch zu illustrieren. Zunächst, die Verklärungsgeschichte ist eine ausgewanderte Ostergeschichte, so könnte man das nennen. Also es wird gewissermaßen mehr oder weniger in der Mitte der jeweiligen Evangelien bei Matthäus, bei Markus, bei Lukas, wird schon mal ein Blick auf das furiose Finale geworfen, um die Leserschaft entsprechend bei der Stange zu halten. Und erstaunlich, dass im 2. Petrusbrief, das ist ein einziges Mal im gesamten Neuen Testament der Fall, angespielt wird in dieser Schrift, relativ spät, wohl in der Mitte des 2. Jahrhunderts entstanden, angespielt wird auf eine Begebenheit, die eben sonst nur in den Evangelien erzählt wird. Interessant, gegen was richtet sich dieser 2. Petrusbrief, so ein aktualisierendes Lehrschreiben, eine Art Modellpredigt, eine Katechese in schriftlicher Form? Man sei, so heißt es, nicht klug ausgedachten Geschichten gefolgt. Das Griechische ist viel besser. Da ist vom Mythos die Rede. Luther übersetzt mit Götterfabeln. Um die soll es nicht gehen. Die gab es in der Antike zuhauf. Göttergeschichten, Götterkinder, Halbgötter, ein Gewimmel ohne Zahl. Darum soll es nicht gehen. Es soll bei der Gestalt Jesu und auch bei seiner Verklärung, die ja irgendwie erklären möchte, welche Bedeutsamkeit eignet ihm eigentlich, nämlich eine göttliche, es geht bei ihm nicht darum, noch einen weiteren mythologischen Göttersohn hinzuzufügen. Nein. Im Katharinenkloster auf der Sinai-Halbinsel, in der dortigen Klosterkirche aus dem 6. Jahrhundert mit einem prachtvollen Apsismosaik, ist die Verklärung dargestellt. In strahlendem Weiß der verklärte Jesus von Nazareth mit so einem mandelförmigen Heiligenschein einer Mandorla umgeben. Und hier glänzt nun in der sichtbaren Gestalt die unsichtbare Gottheit hindurch. Das ist so das Programm, nicht nur der Geschichten der Verklärung und wie sie weiter reflektiert wurden, sondern auch in diesem Bildprogramm. Und nun soll es eben nicht um einen neuen weiteren Mythos gehen, um den Gottmenschen, wie wir ja Jesus den Herrn bezeichnen. Und namentlich in den ersten Jahrhunderten hat man schwungvoll darum gerungen und gestritten, wie man sich das Zueinander Gott sichtbar, obwohl er unsichtbar ist, in menschlicher Gestalt, wie man sich das Zueinander von Gottheit und Menschheit in Jesus Christus gedacht hat. Und es war immer die Gefahr, dass man dann doch wieder in den Mythosgraben purzelte, wenn es um ein, nenne ich es, metaphysisches Sonderwesen ging. Das ist dann wieder Mythos, was es sonst eigentlich nicht gibt oder eigentlich nie gibt. Und der Clou, und das hat lange gedauert, aber dann ist es auf den Punkt gebracht worden und dann hat es auch die Wurzelgründe der Jesusbewegung, nämlich die Verkündigung Jesu selbst, wieder eingeholt. Es ist gewesen im Jahr 680/81. Auf dem 3. Konzil von Konstantinopel. Dort hat man es geschafft. Man hat den Mythos endlich hinter sich gelassen, Gott und Mensch zusammen, zwei Naturen, eine Person und wie das alles hieß, was sich niemand so recht vorstellen konnte, und hat gesagt, nein, Jesus, der Herr, hat zwei Willensvermögen. Einen menschlichen Willen, das können wir uns gut vorstellen, einen göttlichen Willen, das können wir uns auch vorstellen. Und dann ist Jesus eigentlich so etwas, ja, wie die angewandte Vaterunserbitte. Dein Wille geschehe wie im Himmel, Gott,
so auf Erden. Das heißt, die Gott-Menschheit Jesu ist eine Willensübereinstimmung. Er will als Mensch das, was Gott will. Ganz einfach und elementar. Und dann wird ansichtig im menschlichen Tun, weil der Mensch das tut, was Gott will, wird ansichtig, was Gott will, wird Gott selbst ansichtig, nicht im Sinne von Durchstrahlen und sonstigen eher seltsamen Vorstellungen, sondern ins Werk setzen, was Gott will. Eine neue Welt, eine gerechte Welt, eine erlöste Welt. Durch das Tun der Menschen. Das sind keine klug ausgedachten Geschichten, keine Götterfabeln, sondern das wäre Programmatik für unsere Gegenwart, für unsere Welt, für unsere Kirche. Dann ist Jesus kein metaphysisches Sonderwesen, kein neuer Mythos, nein, sondern ich möchte sagen, Inbegriff dessen, was uns Menschen, uns Christgläubigen, wir dürfen diesen Namen tragen, aufgetragen ist. Und zum Abschluss, an Weihnachten wird es ins Wort gebracht. Dein ewiges Wort wurde ein sterblicher Mensch, der das tut, was Gott will. Und wir sterbliche Menschen empfangen in Christus sein göttliches Leben, wenn wir es ihm gleich tun. Und dann könnte das Fest der Verklärung hoffentlich eine Erklärung dafür sein, warum die Christen, die Christinnen mit Gott im Bunde nicht daran verzagen und nicht nachlassen, diese Welt zu einer Welt zu verwandeln, zu verklären, eine Metamorphose dieser Welt, eine Transfiguratio dieser Welt zu bewerkstelligen, in der Gott zu Hause sein möge, auf dass die Menschen auf dieser unserer Erde wirklich in Frieden, in Freiheit zu Hause sein können. All dies um Gottes Willen. Er möge uns segnen. Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.